Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute habe ich tatsächlich mal ein Spiel gefunden, was interessant aussah. Das komische war, es hieß bei Steam, hieß es Away from Earth, Doppelpunkt Mars, kann ich euch mal ganz kurz zeigen. So, müssen wir jetzt noch ein bisschen umschalten. Auf. So, hier Away from Earth Mars und direkt nachdem ich es gestartet habe, kam dann hieß dieses Spiel an Elon Musk Simulator. Keine Ahnung, wie gut das Game ist. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal. Das war das Falsche. Spielaufnahme so. Würde man sagen, wir probieren das Spiel mal aus, gehen mal New Game. Ja, probieren wir mal Survival aus. Es sieht ziemlich schon mal interessant aus. Okay. Red means electric. Okay, ich bin jetzt gleich über. Ja. Ja, toll. Komme ich jetzt auch irgendwie mal raus, oder? Also. Eins ist nur so, zwei ist das, drei ist das. Aha, okay. Ich verstehe jetzt nicht wirklich, was hier die Aufgabe ist. Jetzt muss auf jeden Fall hier irgendwie so zurückgehen wieder. Hier ist irgendwie. Ich verstehe es noch nicht richtig. Muss irgendwie überleben. Next. Tap to create. Aha. Jetzt. Okay, das ist also dann zum Sammeln von Materialien oder was. Zack. Das hier scheint mir irgendeine sichere Basis zu sein, weil ich kann auf jeden Fall Luft verlieren. Genau, jetzt regeneriert er sich wieder. Okay, ich brauche dafür noch ein bisschen was. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir können auch gleich mal kurz den Multiplayer ausprobieren, aber es sieht zumindest schon mal für mich interessant aus, das Game. Bam. Jetzt Materialien. Kriege ich hier auch Gold oder sowas? Na, irgendwie nicht. Aha, das gibt es also als DLC. Okay. So. Weg damit. Aber da hinten ist irgendwas. Wo ich mal dahin zu gehen? Ja, doch, ich habe eigentlich noch genügend Luft. Wo ich mal jetzt hier hinten hinzugehen? Da. Ich vermute, dass natürlich Strom und sowas geht wahrscheinlich alles auf. Mach's lieber aus. Ja! Gut. Jetzt bin ich tatsächlich auch noch alleine. Jetzt ist die Frage, was ist hier? Hier ist ja irgendwas. Ganz eindeutig. Kann ich hier irgendwie töten oder was? Ne. Verstehe ich irgendwie nicht. Ah, da haben wir Gold. Das ist wahrscheinlich hier der Ore-Scanner. Würde ich mal vermuten. Oder nicht? Dann probieren wir mal die Nummer 2 aus. Ah, so kriege ich dann zumindest schon mal Gold. Jetzt weiß ich zumindest, wie ich an Gold komme. Sieht zumindest schon mal interessant aus, das Game. Hier so an die Ohrs ran.
Wahrscheinlich kann ich mir auch irgendwie so Auto-Farming-Bots oder irgendwie sowas kaufen. Probiere ich mal hier das hier. Nicht so, das könnte man, glaube ich, ein bisschen mal öfter, auch öfter spielen. Könnt ihr mir mal sagen, ob ihr das mal öfter spielen wollt. Und da sehen wir jetzt hier noch. Das ist halt eben Radar. Ich finde Radar so eigentlich ganz geil. So, dann sparen wir jetzt mal ein bisschen Strom und kehren mal zur Basis zurück. So. Wo ist die denn? Die Basis, die ist da. Die kann ich tatsächlich, finde ich, kaum noch. Jetzt in dem Blau. Gut, Shift und Tab sollte man jetzt nicht drücken. Wir wollen ja schließlich nicht ins Team reingehen. Schreibe ich noch ein bisschen Steine. So. Dann. Weiß nicht, wo macht es denn am meisten Sinn, das hinzuplacen? Ah, hier geht's nicht. Es muss auf jeden Fall hier rein. Okay. Dann würde ich es mal eigentlich mal hier hinsetzen. Press E key to open. Aha. Also, Tab, jetzt muss ich noch was anderes bauen. Ich brauche für Strom und Wasser. Also, mal gucke ich mir nochmal das Tutorial dann an. Ja. Ja. Remover Gun. Okay, damit kann ich was entfernen. Okay. Das ist alles Space House. Ja, das haben wir schon. Water Engine. Electric Engine. Farming. Huch, was ist da jetzt los? Hä? Was? Wo ist mein Haus hin? Dann baue ich das einmal hier hin, so. Und würde ich sagen, baue ich mir hier so ein Water Engine. Mir fehlt es an Gold. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an, ein bisschen Gold zu farmen. Kann ich hier irgendwas machen oder so? Nur. So, wo ist die Goldfarm? Also, wo ist das Gold? Egal, gehen wir mal raus. Irgendwie habe ich das Spiel nicht gescheit verstanden. Rocks können wir ein bisschen einsammeln. Genau, da hinten ist die Grube. Vielleicht ist da inzwischen schon wieder was Neues aufgetaucht, weil. Ja, das, okay, gut, ist was Neues aufgetaucht. Das heißt, hier kann ich mich tatsächlich beständig mit Gold versorgen. Ständig Gold versorgen muss, also ist keine 3 Kilometer weiter weg. Das ist so Minecraft Future. So. Meinen wir mal hier die ganze Scheiße mal weg. Bam. 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 Und. Bam. Dann kommt jetzt das hier hinten dran. Ah, ich habe nicht mehr so viel Energie. Bam. 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 Und bam. Ich wundere mich, wo die Musik gerade eben hin ist. Gerade eben noch von Musik über. Schwemmt. Lauthals. Corona. Halbe Ohrenkrebs davon bekommen. Aber, ja. So. Was schon ist, wird langsam knapp. Also, ich hoffe tatsächlich, dass ich durch das Bauen dieses Wasserdings, dass mir das Ding auch Wasser irgendwie
generiert. So. Water N. Ich muss sagen, machen wir hier direkt hinten dran. So, wir haben aber keine Pipe zu Wasser. Okay, das heißt, wir müssen noch eine Waterpipe bauen. Okay. Jetzt heißt, wir müssen jetzt erstmal Wasser finden. Aha. Hier könnte vielleicht Wasser drin sein, irgendwie so. Warte, wie viel kostet dieses Mondfahrzeug? Teuer, teuer, teuer. Teuer, teuer, teuer. Das sieht geil aus. Das guck ich mal. Ich hole mir das mal irgendwann mal. So. Hier ist kein Wasser. Ich sehe auch hier in der Umgebung kein Wasser. Ja. Suche ich mal jetzt ein bisschen hier. Aber irgendwie finde ich hier kein Wasser. Kriegen wir Shift und Tab. Nein, nicht das. T brauche ich immer. Denn. Also müssen sie irgendwie Wasser finden. Wobei. You wanted to make water. Ach so. Das heißt, ich brauche das gar nicht. Egal. Jetzt, wo ich mitten in der Wüste bin, der Sandwüste, merke ich, dass ich es gar nicht brauche. Also ich habe jetzt so langsam mal wieder Hunger und hoffe, dass jetzt nicht gleich wieder so eine komische Horde angerannt kommt und mich zerstört. So, Game Inventory. Hier war doch hier irgendwo dieser Stromdinger. Nicht genug, mir fehlt von allem. Mir fehlt von Eisen und Gold noch was. Ja, dann gucke ich da mal nach. Da haben wir jetzt hier praktischerweise schon gleich die Mine. So. Dann sorgen wir gleich wieder dafür, dass wir ein bisschen was an Material bekommen. Ist nicht gespawnt, warte mal. Kann ich aber tatsächlich dann nur fallen lassen. Okay. Das müsste sich ein bisschen hier rumlaufen und suchen. Was das hier soll, verstehe ich auch noch nicht ganz. Oh, warte mal, hier hinten sehe ich zumindest was. Hier in die Richtung. Ah, hier sind diese blauen Steinchen. Kann man hier, gibt's hier auch irgendwie kann man irgendwie hier diese Map irgendwie anzeigen? Und, aber ich merke jetzt, dass es gerade schon. Gut, ich glaube, man ist natürlich für mein PC. Kann ich natürlich auf bester Ultra-Grafik spielen mit krassen Schellen, also. Ich merke schon wieder, dass mein Rechner ist schon wärmer als beim Minecraft-Spielen. Ja.
Brauche ich ganz dringend Wasser. Ich glaube, ich werde tatsächlich an Wassermangel sterben. So. Hier kommt auch wieder nichts. Tatsächlich habe ich aber keinen Plan, wie ich da Wasser und Essen bekommen soll. Ich sag's mal so ein bisschen. Fahren mal so spontan in so Game rein zu joinen, aber ich glaube, das war jetzt nicht so schlau. Das hier scheint ja ein durch. Das hier ist Wasser. Das hier ist Strom. Kann ich mir solche Pipes kaufen? Ja. Die kann ich mir kaufen. Wie stark muss das Ding hier eigentlich drin sein? Nicht connected. Reiß die Ding mal ab. Puh, keine Ahnung. Press A to open. Ja. Verstehe ich irgendwie nicht ganz, aber ja. Glaube, das will ich jetzt schon mal weiter, noch ein bisschen öfter spielen. Ich gucke jetzt noch einmal, ob hier was ist und dann bin ich glaub ich auch gleich tot. Weil was mich halt wundert, ist, dass ich dieses. Nee. Ja, ich glaube, ich habe jetzt ein leichtes Problemchen, wie ich an Essen und so kommen soll. Ja. Kein Plan. Dann fahren wir noch ein bisschen das hier. Ich würde sagen, ich mache noch ein bisschen nach hier hin. Da gibt es sowieso ein Fahrzeug, wenn ich jetzt sich OP noch. Warte mal, da hinten ist ein Loch, da hinten ist ein Loch, da hinten ist ein Loch. Oh ja, ich bin tot. Ich bin am Sterben. Mir fehlt ganz dringend Wasser. Sie fragen mich, ob ich mein Inventar behalte. Das ist sich dann die goldene Frage. Ah, hier haben wir noch was. Haben wir sogar massenweise noch. Zack, 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 kaputt, 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 kaputt. Na, ich denke tatsächlich. Also entweder ist das Game dann komplett vorbei. Oder wir werden einfach nur an unser Ding gespawnt. Ich versuche hier noch möglichst viel abzubauen, bevor ich tot bin. Zack, zack. Ich glaube, das war jetzt hier erstmal. Ah, nein, immer noch nicht alles. Dann hier das hier noch. Dann hatten wir alles von diesem Material. Auch schon hier das hier weg meinen. Tot. Respawn. Behalte ich meine Sachen? Nein, ich verliere sie alle. Ich verliere sie alle. Dann. Eine Sache würde ich noch gerne wissen. Dann beenden auch jetzt auch gleich das Video. Aber eine Sache würde ich gerne noch wissen. Liegen die Items jetzt da? Also werden die gedroppt? Oder sind die jetzt wirklich komplett weg? Dieses Laufen ist schon irgendwie nervig, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich nachher auch Arbeiter anheuern kann, die das dann für mich machen. So, hier hatten wir diese Grube. Tatsächlich, die Sachen sind weg. Ich glaube, ich hätte sie droppen müssen. Aber, ja. Gut. So kann man natürlich auch Massen an Gold verschwenden. Warte mal, was war denn hier hinten? Hier hinten war gerade noch was. Ich würde sagen, das ist. Das heben wir uns für das nächste Video auf. Kann man hier irgendwas wechseln? Nö. Und ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich gehe noch ganz kurz zur Base. Sorgt dafür, dass meine Sachen da sind. Und macht's gut, meine lieben Freunde. Wir werden das auf jeden Fall nochmal spielen. Und damit natürlich besser. Und lasst euch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder sogar, wenn ihr noch auf dem Kanal seid oder noch nicht abonniert habt, ein Abo. Würde mich beides freuen. Wir stehen tatsächlich kurz vor den 50 Abonnenten.
Wäre geil, wenn wir das schaffen, so. Gerade so als Jubiläum für dieses Game. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.